Hey und herzlich willkommen bei deinem Podcast von Functional Basics und Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin Health- und Life-Coach, Speaker und der Gründer von Functional Basics und der Bewegung Gesundheit ist für alle da. Functional Basics vereint dir die besten und effizientesten Werkzeuge, erprobte Schritte und authentische Experten aus verschiedenen Fach- und Lebensbereichen, sodass du deine Ziele nachhaltig erfolgreich erreichst und das Leben erlebst, was du dir wünschst. Erhalte die richtigen Tools und Impulse und kreiere gemeinsam, entspannt und flexibel, Schritt für Schritt deine Basis für mehr natürliche Gesundheit, Entfaltung deiner Persönlichkeit, mehr Bewusstsein und Lebensfülle. Functional Basics ist quasi dein Fundament, um richtig gesund, glücklich alt zu werden. Weitere exklusive Informationen zur Folge findest du in den Shownotes und auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Teile den Podcast im Social Media. Warum? Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge, dein Carsten. Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Heute dreht es sich um das Thema, wie können Heilpflanzen uns helfen, ganz und gesund zu werden. Dazu habe ich mir den Heilpraktiker mit Schwerpunkt Pflanzenheilkunde, Martin Zwiesel, eingeladen. Grüß dich, Martin. Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass wir das Thema Heilpflanzen mal in die Community einbringen. Du hast einen Magister der Ethnologie, vergleichender Religionswissenschaft, Erziehungswissenschaft, bist Dozent für Naturheilkunde. Auch das Thema Phytotherapie werden wir gleich einmal thematisieren. Und du hast dich auf Männerheilkunde spezialisiert, so wie ich es deiner Homepage auch entnommen habe. Ja. Wie bist du denn zu den ganzen Themen gekommen? Naja, also wenn ich ganz am Anfang anfange, so als Kind war ich irgendwie sehr viel draußen. Ich bin auf der Schwäbischen Alb groß geworden. Ich war viel in der Natur draußen, habe mich viel für Tiere interessiert, wollte Tierschützer werden. Das hat sich jetzt dann als Beruf dann doch nicht so etabliert für mich. Ich war Messdiener, was vielleicht ein Aspekt ist, der ein bisschen erklärt werden muss, aber so diese Einbindung in das Ganze. Ne? Ich hatte das ganz starkes Gefühl, da ist der liebe Gott und er passt auf mich auf. Und auch wenn sich das jetzt im Laufe der Zeit dann ein bisschen verändert hat, ich bin dann ausgetreten aus der Kirche, habe dann über Schwitzhütten und Schamanismus und Buddhismus und so dann letztlich doch wieder zu meinem Bezug zu Gott auch gefunden sozusagen. Aber dieses Gefühl von, es hat alles seinen Sinn, seine Einbindung. Und ich kann überall was finden, was mir hilft und womit ich anderen helfen kann. Und ich hatte auch mit meinem Vater jemanden, der Naturheilkunde auch in der Familie sehr viel angewandt hat. Bin ohne Antibiotika groß geworden und hatte immer irgendwelche homöopathischen Mittelchen oder Sachen, die ich dann gekriegt habe. Und von dem her war das für mich eigentlich immer klar, die Natur gibt uns das, was wir brauchen, beziehungsweise eigentlich liegt das schon in uns und die Natur, wenn wir den Bezug aufbauen können, kann uns eben helfen, um da wirklich mit uns in Verbindung zu sein. Und ja, also im Verlauf des Studiums habe ich mir dann viele Sachen angeeignet, was jetzt mich mit Schamanismus und Buddhismus, wie gesagt, beschäftigt, mit anthroposophischer Medizin, was eben jetzt auch im Therapeutischen für mich wichtig ist. Habe Stimmgabetherapie gelernt, Reiki, habe Qigong gemacht, also habe mich viel so erfahren, viel an Lagerfeuern rumgesessen und die Nächte auch Pflanzen ausprobiert, was den psychedelischen Bereich angeht, in der Hoffnung, irgendwelche Sachen zu erfahren, die jetzt mein Weltbild erweitern, und habe das dann letztlich auch auf wissenschaftlicher Ebene dann sozusagen für mich niedergelegt, weil da ging es ja auch in meiner Magisterarbeit um das Menschenbild in der anthroposophischen Medizin und in der Schulmedizin als Vergleich. Und da ist eben ein wesentlicher Unterschied, sehe ich den Menschen jetzt nur als so ein paar Rädchen, die ich irgendwie neu einstellen muss oder irgendwelche Teile, die ich austauschen kann, oder geht es da schon so um das große Ganze, was eben heißt, mit dem Tod ist nicht alles aus, oder es gibt jetzt nicht nur den Körper, es gibt auch verschiedene andere Ebenen, die ich eben ansprechen kann oder sollte.
Und da habe ich für mich jetzt in der Pflanzenheilkunde so einen ganz guten gemeinsamen Nenner gefunden. Also ich habe auch noch Körperarbeit oder Energiearbeit, so Aspekte, die irgendwie mit reinspielen, aber die Pflanzenheilkunde ist für mich erstmal so ein ganz guter, ja, im besten Sinne organischer Ansatz, weil da habe ich jetzt von, wenn ich jetzt Homöopathie oder Staghylische Mittel oder Bachblüten nehme, einfach vom ätherischen, vom spirituellen oder energetischen her, bis hin zu Tees oder dann höher dosierten Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Sachen, wo ich dann wirklich stofflich substituieren kann, habe ich einfach in der organischen Form in der Pflanze schon die Sachen da. Weil heute in der Medizin, in der Schulmedizin, sage ich mal, in der klassischen, gibt es einfach die Tendenz, die Sachen zu sehr aufzuspalten. Ich habe irgendwie das Feld und das Feld und wie kriege ich das jetzt miteinander in Verbindung? Und in einer gut verstandenen Naturheilkunde wächst es halt alles zusammen. Und da habe ich festgestellt, dass die Pflanzen für mich ein ganz gutes Vehikel sind, um das auszudrücken, aber auch für mich wahrzunehmen. Ist das schon der Inbegriff von Phytotherapie, quasi Pflanzenheilkunde, oder was beinhaltet alles die Phytotherapie? Genau, also Phyton heißt eigentlich Pflanze, kommt aus dem Griechischen und Phytotherapie heißt einfach heilen mit Pflanzen oder durch Pflanzen. Es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt so die traditionelle Phytotherapie, das ist das, sag mal, von den antiken Mitteln, die es noch in den alten Texten gibt, über mündliche Überlieferungen, traditionelle Heilkunde, das, was Oma schon immer empfohlen hat und so, was dann für den einen super hilft, für den anderen wieder nicht so, bis hin zur rationellen Phytotherapie, was wir heute haben, wo sich es dann auch teilweise immer mehr am Genetischen auch orientiert. Wir haben ja eigentlich die Pflanzenfamilien, die wurden damals auch aus der Morphologie raus entwickelt, dass man halt gesagt hat, Lippenblütler, die haben einfach eine bestimmte Form von der Blüte her. Heute weiß man dann, okay, genetisch gesehen hängen die vielleicht gar nicht so arg miteinander zusammen oder eine fällt dann aus. Aber das spielt jetzt für mich eigentlich gar keine Rolle, weil ich nehme die Pflanzen ja über meine Sinne wahr. Ich kann mich natürlich auch intellektuell darüber belesen, was für Wirkstoffe sind da drin, was gibt es da für Untersuchungen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Also gerade die heutige Forschung, auch wenn es natürlich auch ein bisschen dran hängt, wie viel Geld kann damit verdient werden? Also ja, Pflanzen sind da echt normalerweise jetzt nicht so auf der ersten Liste, was jetzt so die Forschungsgelder und sowas angeht, weil die Leute wollen natürlich auch, was kann ich schnell herstellen, wo kann ich viel Geld mit verdienen? Und ich sage mal, die Pflanzen sind für mich eher was begegnet mir vor der Haustür, was kann ich auch selber sammeln und natürlich mit bestimmten Präparaten arbeiten, aber ja, also das. Phytotherapie beinhaltet eben den ganzen Rahmen für mich. So. Von den rationellen, von den Inhaltsstoffen bis hin zu dem, was mir im Alltag begegnet. Gibt es denn so klassische in unserer Geschichte, klassische Vertreter der Phytotherapie, die sagen, hey, wir haben jetzt bestimmte Kräuterbeete und schauen mal in bestimmten Erkrankungen oder Symptomatik, dem geben wir jetzt das Kraut, okay, hilft, hilft nicht, ist verstorben, okay, das war es wohl nicht. Gibt es da klassische Vertreter, die wir vielleicht auch mal hinschauen dürfen? Ah, was haben die denn so gemacht? Naja, es gibt halt die historischen Vorbilder. Also es gibt ja auch, deshalb von wegen Schamanismus, es gibt ja immer so die Ansicht, wie sind die Leute eigentlich draufgekommen, was können sie essen, was können sie als Heilmittel zu sich nehmen. Und die einen sagen halt, das ist ja mehr so weniger Trial and Error. Ne? Der eine hat es gegessen, ist gestorben, das essen wir lieber nicht oder so. Aber ich habe da eher das Gefühl, dass die Leute da eine Beziehung aufgebaut haben. Vielleicht nicht alle. Es gab ja die Schamanen und die Heiler und die haben es dann anderen weitergegeben, aber dass die schon ja im Prinzip die Pflanze mit ihnen gesprochen hat oder sie sich so auch auf die Pflanze, damals war das ja noch gar nicht so getrennt, die Welt, dass man gesagt hat, ich und der Rest der Welt, sondern da war das so ein Kontinuum und der Verstand hatte auch noch gar nicht so die Bedeutung. Der ist zwar wichtig, aber manchmal kann der auch ein bisschen hinderlich sein, wenn der eben Grenzen aufmachen kann. Und ich denke mal, da haben die halt irgendwie gespürt, okay, das Ding muss ich jetzt 3 Tage liegen lassen und dann 2 Stunden kochen, wieder abkühlen lassen, nochmal eine Stunde kochen. Und das fände ich jetzt mit Trial and Error schon relativ unwahrscheinlich so. Also jetzt so Klassiker wären halt Hippokrates oder Paracelsus, jetzt im Mittelalter, dieses Galen wäre auch so eine Variante. Und dann gibt es in der heutigen Zeit mehr so, ja, so die Kräuterheilkundigen. Maria Treben, Kneipp oder Pfarrer Künzel oder so, also die sind dann eher so Richtung Volksheilkunde eingeordnet.
Und es gibt heute ein ganz gutes Buch von einem Herrn Weiß und Fintelmann. Weiß war so ein alter Phytotherapeut. Das ist so immer noch der Goldstandard in der Phytotherapie. Fintelmann ist dann eher aus der anthroposophischen Medizin. Die haben so zusammengearbeitet. Und da gibt es schon klassische Indikationen, dass man irgendwie sagt, also es gibt auch teilweise im Netz zugängliche Bücher, wo dann Sachen gesammelt wurde, auch mit mittelalterlichen Rezepten, dass man eben sagen kann, okay, die haben damals schon das Mutterkraut für Gebärmutterbeschwerden oder sonst was eingesetzt. Wobei man da dann immer aufpassen muss, war das jetzt wirklich auch die Pflanze, weil da Sachen auch schon ein bisschen durcheinander gegangen sind. So. Aber grundsätzlich gibt es schon Erfahrungswerte. Es gibt jetzt bei uns keine, im Gegensatz zu anderen Traditionen oder Kulturen in Europa, jetzt keine durchgehende Tradition von Kräuterheilkunde. Das ist halt ein bisschen auch durch die katholische Kirche und die Inquisition, sage ich mal, Hexenverbrennung und so weiter, ist schon viel auch an Wissen verloren gegangen. Aber vieles hat sich eben auch gehalten oder wird jetzt gerade wieder entdeckt. Zählt die Hildegard von Bingen auch dazu? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist ein Beispiel, wo es im christlichen Rahmen mal ganz gut funktioniert hat. Also die hatte halt auch Visionen und Sachen, die sie wahrscheinlich sonst auf den Scheiterhaufen gebracht hatten, aber die hatten sich dann eben mit den Lehren der Kirche ganz gut getroffen. Und auch wenn jetzt vieles, was heute als Hildegard-Medizin verkauft wird, jetzt nicht unbedingt viel mit ihr ursprünglich zu tun hat, hat sie schon wichtige Hinweise geliefert. Also bei ihr wären zum Beispiel wichtige Pflanzen der Galgant. Das ist so ein Ingwergewächs. Das ist noch ein bisschen bitterer und schärfer als der Ingwer. Das ist vor allem so für die Verdauung zum Beispiel, geht aber auch ein bisschen wie Kurkuma so richtig in den Zellstoffwechsel durch so eine tiefe Pflanzenfarbe. Also die Farben gehen immer auch in den Zellstoffwechsel. Und sie hat eben auch gesagt, also heute sagt man eher Bitterstoffe, konzentriert man sich so auf die Verdauung. Und sie meinte aber auch bitter im Mund, dem Herzen gesund. Und letztlich ist es dann auch für die Gefäße und das Herz selber eine ganz gute Pflanze. Oder Bertram zum Beispiel. Das ist eine andere Pflanze, die Hildegard sehr geschätzt hat. Und heute weiß man einfach, dass sie sowohl verdauungsregulierend wirkt, dass sie leicht blutdrucksenkend wirkt und dass sie immunstärkend wirkt. Und es ist so ein Gewürz, was man in verschiedenen Kombinationen eigentlich auch gut in der Küche einsetzen kann. Du hast jetzt gerade ein sehr schönes Stichwort gegeben, und zwar die Farben in der Phytotherapie. Du hast gemeint, okay, die Farben gehen bis in die Zelle rein. Kannst du da vielleicht was zu den einzelnen Farbstoffen oder zu den einzelnen Farben was sagen? Ist Rot für das gut oder ist Grün, Gelb, Blau? Welche Farben, was sind das für Farben? Also grundsätzlich kann man die Farben natürlich auch psychologisch anschauen. Also wenn ich jetzt eine Tiermischung für jemanden mache, dann gucke ich vielleicht auch, er braucht jetzt besonders viele Blüten. Und wenn mir bei dem jetzt eher Blau einfällt, dass der dann halt eine Kornblume mal reinkriegt oder so. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, Grün oder Blau ist jetzt für, es gibt bestimmte Stoffe. Also ich meine jetzt Grün, das wäre vor allem das Chlorophyll. Das ist ja das pflanzliche Pendant zum Hämoglobin, zu unserem roten Blutfarbstoff. Also das ist quasi das pflanzliche Blut. Und man kann schon mal sagen, das Hämoglobin und das Chlorophyll, die sind sehr, sehr eng verwandt. Die chemische Struktur ist eigentlich fast genau gleich, nur dass bei uns das Eisen im Zentrum ist und bei den Pflanzen das Magnesium. Mit dem Magnesium hätte man eben dann Stichwort krampflösend, entspannend. Alles kommt so ein bisschen runter, kommt so ein bisschen in die Mitte. Also das ist das, was Pflanzen, grüne Pflanzen dann auch über das Chlorophyll sehr gut machen können. Und es regt eben auch die Hämoglobinbildung so um zwei Ecken dann auch wieder an. Das heißt, es hat auch was Kräftigendes. Jetzt so gelbliche, rötliche Farben, da sind wir dann häufig im Bereich der Flavonoide. Das sind sekundäre Pflanzenwirkstoffe. Die hat man früher eher so abgetan. Ne? Sekundär weiß man nicht genau, was man damit machen soll. Heute ist das Stichwort eher Radikalenfänger, Antioxidantien, Krebsprävention. Das geht dann auch so richtig so in den blau bis dunklen Bereich rein. Wenn ich jetzt so an Blaubeeren, Aroniabeeren oder sowas denke, das sind die, die am meisten diese Polyphenole, also das sind so
Gerbstoff- und Farbstoffverbindungen, die eben sehr gut auf den Zellstoffwechsel wirken. Also die wirklich in Anfangsstadien schon, ist ja jeden Tag so, dass Zellen entarten und der Stoffwechsel ist ja so angelegt, dass da immer wieder Fehler passieren und das ist auch ganz normal. Brauchen wir erstmal auch gar keine Angst zu haben so davor. Aber je mehr Stress ich habe, je schlechter ich mich ernähre, je schlechter ich schlafe und so weiter, desto weniger Potenzial, und je älter ich werde natürlich, desto weniger Potenzial hat der Körper einfach damit umzugehen. Und da kann ich dann eben helfen. Meine Früchte haben ja auch nochmal Vitamine meistens und andere Stoffe, die eben gut sind für den Körper. Und da kann ich eben ganz konkret damit arbeiten, dass ich da Vorsorge. Das ist ja auch das Schöne so einer Naturheilkunde. Ich muss nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern ich kann eben schon präventiv arbeiten, kann schon mal die Ressourcen auffüllen, kann gucken, dass ich mich irgendwo ins Gleichgewicht bringe. Und dann habe ich auch eine andere Sache, damit umzugehen. Das ist ja auch gerade so mit den Viruserkrankungen, die jetzt ja gerade sehr Thema sind, sage ich mal, mit Corona auch und so. Also die Schulmedizin hat auch keine spezifischen Mittel, damit umzugehen, die jetzt nicht erstmal sehr schädlich wären auch. Und in der Naturheilkunde gibt es eben viele Pflanzen, die wirklich auch die Reproduktion oder die Weitergabe oder die Aggressivität von Viren irgendwie hemmen können und die man erstmal so schon anwenden kann, auch wenn jetzt keine Erkrankung da ist. Das heißt, die Prävention ist einfach ein ganz großer Bereich auch. Und die Farben, wie gesagt, also die Farben, das kommt auch so von Goethe her, der hat ja auch seine eigene Farbenlehre, und Steiner in der Anthroposophie hat das ja dann aufgegriffen. Die transportieren dann natürlich gewisse Potenziale. Also wenn ich jetzt Gelb als Farbe nehme, Johanniskraut, Sonnenblume, Löwenzahn, das sind alles Pflanzen, die so mit der Sonne zu tun haben. Und in der Astrologie, die Spagyrik und Alchemie, die hat dann auch eben so astrologische Aspekte. Und da ist es dann eine Verbindung. Man hat die Farbe Gelb, man hat den Bezug zur Sonne. Die Sonne ist die Lebenskraft, das ist also das Herz als Organ. Das heißt, Johanniskraut und andere Sachen, die wären dann auch irgendwo drin, wenn ich jetzt das Herz ansprechen will zum Beispiel. Oder Tiefrot oder eben eisenhaltig jetzt. Eisen wäre jetzt so ein Metall, das wäre jetzt der Leber zugeordnet. Ja, wenn ich jetzt die Brennnessel nehme, als eine andere Pflanze, die ich auch sehr schätze, da habe ich da eben nicht nur viel Chlorophyll, sondern was für Pflanzen untypisch ist, eben auch viel Eisen. Und damit, die ist auch ein schönes Beispiel eben dafür, das ist ja eine sehr kriegerische Pflanze, so dem Planeten Mars zugeordnet. Und wer jetzt als Kind mal in die Brennnessel geschickt wurde oder so, da träumt man nicht irgendwie mehr vor sich hin, sondern da ist man im Moment und auch in der Lage, mit gerichteter, notwendiger Aggression vielleicht mal im Leben zu agieren, vielleicht gegenüber demjenigen, der einen da reingeschubst hat oder so, aber das ist auf jeden Fall was, was einen so aufweckt, was einen so rausholt. Und ja, also so, das ist ja auch eine Frage von, wenn man die Pflanzen anschaut, früher, wie gesagt, als man die Genetik noch nicht hatte, da ging es ja auch so um die Signatur. Was habe ich für eine Form, was habe ich, wie du gesagt hast, für eine Farbe zum Beispiel. Wenn jetzt die Bohnen zum Beispiel eine Nierenform haben und die für die Ausscheidung besonders gut sind, oder die Walnuss jetzt für das Gehirn, was tatsächlich so ist bei demenziellen Erkrankungen oder Gedächtnisschwund oder so, da kann man wirklich teilweise so Beziehungen herstellen. Die tragen natürlich nicht immer in jedem Fall, aber man hat schon mal so einen weiteren Punkt, wo man irgendwie ansetzen kann. Und da finde ich Farbe natürlich auch immer eine schöne Sache. Das spricht die Leute besonders an. Also ich frage auch in der Praxis, wenn jemand da ist, was für Geschmäcker können Sie mit Bitter umgehen? Was für Pflanzen mögen Sie besonders? Oder wenn jetzt jemand sagt, boah, ich brauche Blau überall, so, ne, dann würde ich mir vielleicht überlegen, mache ich da auch mal irgendwie eine blaue Pflanze rein, natürlich. Du hast gerade einmal die Brennnessel erwähnt. Da fiel mir tatsächlich, weil du sagst, vielleicht hat man da eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich bin mal als kleiner Junge mit dem Fahrrad einen Berg runtergefahren und da waren links und rechts hohe, also ich würde sagen, als Kind nimmt man ja alles größer von der Welt wahr. Die waren bestimmt so groß wie ich, die Brennnesselsträuche. Und ich bin da breitbeinig durchgefahren. Ja, erinnere ich mich noch deutlich. Juckt es auch gleich wieder der Unterschenkel. Du hast die Brennnessel mit Eisen in Verbindung gebracht und hast die Leber erwähnt. Und das ist zum Beispiel auch eine Frage aus der Community.
mit welchen Pflanzen und Kräutern kann ich denn meine Leber unterstützen? Wir sind ja jetzt so am Ende des Frühlings 2021. So die erste Detox-Welle ist schon rum. Mit welchen Pflanzen kann ich denn meine Entgiftung und meine Leber unterstützen? Ja, also Brennnessel wäre jetzt nicht die erste Pflanze, wo man jetzt physisch an die Leber denken würde. Das war jetzt auch so von der symbolischen Ebene her. Aber was jetzt die Ausleitung und Entgiftung angeht, ist es natürlich eine sehr hochrangige Pflanze auch. Also Brennnessel kann man in jeder Form zu sich nehmen, als Frischpresssaft, die Blätter als Tee, man kann Spinat wunderbar von machen. Und sie wirkt eben auch sehr gut auf die Niere. Also wenn man jetzt, wird ja immer so reduziert, die Pflanze, auf ein, zwei Merkmale. Und wenn man dann so therapeutisch guckt bei Brennnessel, dann heißt es irgendwie Anregen der Nierenfunktion und bei Gicht und Rheuma. Das heißt, sie kann eben mit diesen Eiweißstrukturen, die sich dann verhärten und zu diesen Gichtkristallen führen, eben sehr gut umgehen. Also wenn man Brennnessel im Garten stehen lässt, im Eimer Wasser, dann wird sofort Jauche draus. Also die kann diese Eiweiße sehr gut umbauen und das kann sie uns eben auch zeigen. Da kann sie auch gut uns helfen. Und gut, da wäre noch der antiallergische Aspekt dabei. Aber wenn wir jetzt bei der Leber bleiben, dann würde ich vor allem erstmal an Bitterstoffe denken. Also Ausleitung ist ja nicht nur Leber, ist wie gesagt auch Niere oder Haut oder kann auch über die Lunge sein. Aber Leber ist tatsächlich ein zentraler Aspekt. Und da ist tatsächlich die Frage, wie stark kann jemand mit Bitterstoffen umgehen? Das ist ja auch individuell. Manche Wie kriegen kriege ich denn das. das raus? Martin, wie kriege ich denn raus, ob ich gut mit Bitterstoffen zurechtkomme? Ja, einfach ausprobieren. Also ich meine, wir haben in unserer Ernährung leider viel Bitterstoff rausgezogen. Aber ich sag mal, Radicchio und Chicorée wären Kannst du jetzt so essen inzwischen? Ja. für relativ milde Bitterstoffe. Also das sind beides Varianten einer Wildpflanze, ja, die wir auch so einsetzen können. Aber letztlich, also es sind Zuchtformen, die wir in der Ernährung noch haben. Salat war ursprünglich auch eine Pflanze, die relativ viele Bitterstoffe hatten. Der Salzlattich, wir kennen jetzt noch einen Lattich, nämlich den Löwenzahn, der eben sehr viele Bitterstoffe hat. Aber viele Bitterstoffe ist relativ. Es gibt so einen Grad, um den zu messen, aber der wird quasi nach Geschmack eingeordnet. Es gibt kein objektives Kriterium, um das irgendwie einzuordnen. Aber ich sag mal, Enzian oder Tausendgüldenkraut oder Wermut, die sind natürlich sehr hoch angesiedelt und Löwenzahn wäre dann so irgendwo in der Mitte. Und ich sag mal, Löwenzahn ist schon mal eine gute Variante, das auszuprobieren. Mach dir einfach mal einen Löwenzahnsalat aus den Blättern, kannst auch die Blüten reinmachen, kannst auch die Wurzeln reinmachen. Eigentlich kann man von dem alles essen. So, und auch die Stängel gerne mal so anritzen, vierteln und dann in Wasser legen, dann rollen die sich so ein, so spiralförmig, sieht auch noch schön aus. Und dann kann man mal ausprobieren. Also ich habe das gemerkt, ich brauche das auch oder mir tut es gut, ich kann einfach auch mal einen Löwenzahnsalat essen. Oder halt mal mit anderen Sachen zusammen. Und ja, also es gibt verschiedene Pflanzen, die da eben eine Rolle spielen. Ich würde halt das auf den Menschen irgendwie abstimmen. Aber wie du gesagt hast, was jetzt im Frühling gerade eine große Rolle ja immer spielt, ist dieses Detox, Frühjahrskur. Eigentlich fast alle Kräuter, die im Frühjahr jetzt wachsen, die wollen ja rauskommen. Und früher hat man gesagt, die Bitterstoffe, das ist so eine Art Fraßschutz, damit die Tiere das nicht so gern fressen. Aber wer weiß, vielleicht merken die auch, dass es ihnen gut tut. So. Also alles, was da wächst, manche Sachen würde ich jetzt nicht essen, jetzt Efeu oder Schöllkraut oder so, die sind zwar auch sehr bitter, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt zur Einnahme als Essen irgendwie empfehlen. Aber alles, was da ist, Gundermann, Taubnessel, die Sachen, die nicht giftig sind und die man gut erkennt, die kann man einfach mal ausprobieren. Also das finde ich auch das Schöne an den Pflanzenführungen, die ich immer mache, so. Ich kann den Leuten die Pflanzen direkt vorstellen, weil das ist was anderes, als wenn ich ein Bild habe oder mir irgendwas anlese, sondern ich habe halt Martin, Löwenzahn, Löwenzahn Martin. Ich habe jemanden, der stellt mich vor und dann habe ich wirklich eine persönliche Beziehung. Dann habe ich einen Freund fürs Leben. So. Dann habe ich irgendwie jemanden, den ich überall erkenne. Und tatsächlich ist auch so, wenn ich irgendwo in einer neuen Gegend bin und ich gucke mir an, was kommt da zwischendrin raus, dann sehe ich halt nicht nur den Asphalt oder was auch immer dann da ist, sondern ich sehe halt, was für Pflanzen kommen zwischendrin raus. Und das
hilft mir tatsächlich auch dann so anzukommen. Ich finde das schön, dass du sagst, hier Martin, Löwenzahn, Löwenzahn, Martin. Diese persönliche Vorstellung. Als ich so die ersten Kräuterwanderungen mitgemacht habe, war ich erstmal total baff, was wir alles im Wald und auf der Wiese essen können. Da frage ich mich, warum ich noch im Bioladen gehe und Salat kaufe. Und meine zweite Frage war dann tatsächlich immer, wie viel kann ich davon essen, bis es toxisch wirkt? Und er sagt, so viel Löwenzahn, dein Körper sagt dir dann, wann du aufhören sollst. Und das finde ich halt wirklich wahnsinnig spannend. Du hast jetzt Taubnessel, Gundermann, Löwenzahn. Kann ich das alles als Salat zubereiten? Oder gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, ja, da hast du diesen, ne, dieses geringelte, was er sagt, den Stängel vom Löwenzahn einritzen, dass der dann sich kringelt. Hast du da noch andere Rezepte, die man vielleicht probieren könnte? Ja, also wie gesagt, alles, was einem einigermaßen schmeckt, also jetzt Gundermann würde ich jetzt nicht als Massengemüse machen, da bietet sich Vogelmiere oder ja, Gänseblümchen kann man auch überall reinmachen oder so, also da würde ich nach dem Geschmack gehen. Und von der Menge her, also wenn ich so ein Seminar mache über einen ganzen Tag oder ein Wochenende und dann mit den Leuten irgendwie 10, 20 verschiedene Pflanzen, die sie noch nie kennen, jetzt durchprobiere, da erzählen mir schon viele, dass sie dann ja, also die Nacht über ein ziemliches Grummeln hatten oder mal die Verdauung ziemlich angeregt war so, weil es ist ja was Neues für den Körper. Also ich würde mich da halt antasten, erstmal nicht viel, irgendwie auch gucken, was schmeckt mir. Also Vogelmiere ist so lecker, das hat sowas wie junger Mais oder so vom Geschmack her. Da kannst du kiloweise von essen und bei Gundermann und anderen Sachen, da würde ich mich halt einfach antasten. Manche sind ja auch allergisch auf bestimmte Sachen oder das ist jetzt wie wenn du Vollkornbrot anfängst zu essen und hast nur Weißbrot gegessen dein Leben lang. Da wirst du auch erstmal Probleme haben, weil der Körper halt gar nicht in der Lage ist, das alles, die Fülle ja, die ja gut ist, dann auch zu verarbeiten. So. Und es gibt eben wenige Pflanzen, deshalb ist es schon gut, sich ein bisschen auszukennen. Wenn ich jetzt weiß, okay, das ist ein Lippenblütler, da gibt es eigentlich keine wirklichen Giftpflanzen. Ja? Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, die zu kennen, die einzelnen Pflanzen, bevor ich die esse. Wenn ich jetzt einen Doldenblütler habe, da gibt es Schierling, da gibt es Wasserfenchel, Hundspetersilie, also auch Pflanzen, die wirklich giftig sein können, schon allein, wenn ich eine winzige Menge zu mir nehme. Aber das ist bei uns, wie gesagt, da ist die Pflanzenwelt eigentlich sehr freundlich. Also man spricht häufig dann von giftig oder so, aber giftig heißt ja dann auch schon, ich esse irgendwie eine Handvoll und krieg mal Durchfall und muss mich mal übergeben. Also das ist jetzt nicht, dass man da immer gleich tot umfällt. So. Also giftig ist nicht gleich Exitus, sondern dass ich mich vielleicht übergebe, dass ich, dass meine Verdauung rebelliert. Wie ist das zum Beispiel? Wir haben ja hier in Leipzig wahnsinnig viel Bärlauch. Der ist gerade mitten in der Blüte. Und dann gibt es ja immer, ja, man könnte den verwechseln mit Maiglöckchen. Ja. Ich sehe eigentlich nur Bärlauch. Ich habe, also wenn da ein Maiglöckchen mal dazwischen steht, also jeder, der von Leipzig war, im Auwald, das ist ein Beet an Bärlauch. Wie gefährlich schätzt du denn jetzt Maiglöckchen ein? Ist das sowas, wo ich dann was esse und Exitus oder kriege ich dann einfach Probleme mit der Verdauung? Also ich bin jetzt vorsichtig zu sagen bei jedem, aber ich habe zum Beispiel, also Maiglöckchen war früher ein tolles Herzmittel. Das konnten wir noch, als ich als Heilpraktiker meine Ausbildung gemacht habe, vor 10, 12 Jahren konnte das noch eingesetzt werden. In der Therapie als Tee und als Tinktur. Das heißt, es war eine Pflanze, die war rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Inzwischen, weil sie halt eine direkte Herzwirkung hat, ist man immer vorsichtiger geworden, hat die halt rausgenommen, aber das war früher ein ganz tolles und mildes, herzstärkendes Mittel, gerade so bei Altersherz. Das macht nicht mehr so ganz mit, braucht ein bisschen mehr Unterstützung. Also ich sag mal, ich habe das mal ein paar Wochen im Sommer ausprobiert und habe dann vorm Joggen gehen immer ein Blatt Maiglöckchen gegessen und habe halt gemerkt, ach ja, das ist alles so ein bisschen mehr auf Touren und ich krieg noch ein bisschen mehr Luft. Und ach, von einer Kollegin habe ich gehört, die aus Versehen, also ich weiß auch nicht, wie es passieren soll, 4 Blätter Maiglöckchen gegessen, die war auch ganz zart. Die hat halt die Nacht über Herzrasen gehabt und war dann wieder gut am nächsten Tag. Also ich sag mal, die größte Gefahr bei Maiglöckchen oder die Dosierung ist halt bei den Beeren und bei den Blüten am höchsten. Also wenn jetzt ein Kind irgendwie 10, 12 Blüten oder Beeren essen würde oder auch nur 5 oder so, da bei Kindern wirkt es ja eh nochmal stärker. Aber ich sag mal, ich würde mich schon sehr wundern, wenn ein Erwachsener, wenn der mal so ein Blatt Maiglöckchen isst, da irgendwelche Schäden von trägt. Also so. Und man merkt es auch vom Geschmack.
Das ist wesentlich bitterer als Bärlauch. Und was ich jetzt noch größer als Risiko oder als Gefahr sehe mit der Verwechslung, wäre der Ahornstab. Der wächst nämlich häufig auch einfach mal zwischendrin. Der hat aber andere Blätter. Also während das Maiglöckchen einfach langgestreckte Blätter hat mit so Längsnerven, ist der Ahornstab eher so pfeilförmig vom Wachstum her. Und die Blätter werden, je größer sie sind, auch immer deutlicher. Das wäre dann höchstens im Anfangsstadium, aber da sieht man auch, der hat Netznerven und keine Längsnerven. Und also der wurde auch früher in der Naturheilkunde, bis vor 50 oder 100 Jahren, hat man da die Wurzel noch ein bisschen eingekocht und in kleinen Dosierungen. Also der wird beschrieben als 5000 Mal so scharf wie Pfeffer. Und sag mal, wenn dir da in so einen Riesentopf Bärlauch so ein Blatt reinfällt, dann kannst du es vergessen, das noch zu essen. Also wer nicht irgendwie völlig seinen Geschmackssinn verloren hat, kann sich damit jetzt auch nicht längerfristig nachhaltig vergiften. Das Einzige, was immer wieder aufkommt, sind so Herbstzeitlosen. Die sehen so ähnlich aus wie Tulpen oder so. Da gibt es immer mal Fälle, wo dann Leute, also man sagt ja, riecht dran und so, ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt schon 10 Handvoll Bärlauch gesammelt habe, dann kann ich jede Pflanze nehmen und riecht Die dran riecht immer nach Bärlauch. und riecht immer noch nach Bärlauch so. Also das, aber ich sag mal, wenn man jetzt nicht mit der Sense rangeht und sich so ein bisschen mit der Pflanze mal beschäftigt hat, finde ich das Risiko ziemlich überschaubar. Und die andere Sache, die dann immer angebracht wird, ist eben der Fuchsbandwurm. Und da gibt es eben auch so regionale, so bei mir auf der Alp, wo ich aufgewachsen bin, da war das ein bisschen mehr, gibt es eben so regionale Risikogebiete, sage ich mal. Aber auch der Fuchsbandwurm, ne, der setzt seinen Kot ab und der pulverisiert und zerstäubt. Und ich sag mal, die Hälfte der Leute, die davon befallen sind, die sind wirklich so Waldarbeiter oder die dann halt wirklich im Wald sind. Und andere, da kann man gar keine Verbindung herstellen, weil es vielleicht wirklich auch über die Luft übertragen wurde. Also bei mir war das so ein großes Thema, so als Kind, bloß nicht Bären unter 1 Meter und so weiter. Aber ich sag mal, ja, wenn man es erwischt, wäre es richtig doof, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr, sehr gering. Genau. Also Ich der kenne das wird. noch von Blaubeeren. Mit Blaubeeren immer Ja. vorher abwaschen und so. Als Kind, ich würde sagen, ach, vielleicht vor 2 Jahren haben wir auch die Blaubeeren einfach aus dem Wald gegessen. Frisch von der Sonne und dann war vielleicht ein kleines Spinnwebe dran, hast du ein bisschen weggerubbelt und es gegessen. Genau. Nee, also da ist meine Haltung auf jeden Fall, das ist ja auch so ein Ausdruck, wie stehe ich der Natur gegenüber? Wir haben einerseits diese aseptische Konsumwelt, wo alles irgendwie sterilisiert und verpackt ist und keine Keime irgendwie ran dürfen. Und dann draußen natürlich in der Natur, na, da kann ein Hund hingemacht haben und was alles, ich habe das nicht unter Kontrolle. Und man kann wirklich auch von seinem Gefühl ausgehen. Wenn es neben der Autobahn ist oder da daneben ein Hund hingemacht hat, okay, dann nehme ich es halt nicht. Aber wenn ich weiß, das ist die Pflanze und die sieht gesund aus und ich habe ein gutes Gefühl zu, dann müsste schon viel Ungeschicktes zusammenkommen, denke ich mal, dass da wirklich was passiert. Also auch hier vielleicht als Impuls, die Natur mag es eigentlich oder meint es gut, ne? So wie du auch gestartet hast, dass die Natur alles für uns parat hält. Wir sind ja auch aus der Natur entstanden und da muss schon echt, wie du gerade sagst, viel zusammenkommen. Ich bin ja sogar der Meinung, wenn der Hund da vielleicht irgendwo ein Häufchen hingemacht hat, dann musst du ja nicht den Bärlauch direkt daneben nehmen, aber vielleicht zwei, drei Pflanzen, weil der hat ja dann direkt die besten Nährstoffe als Dünger daneben bekommen. Ja, vielleicht, genau. Nee, das ist auch das Schöne, sag ich mal, in der Naturheilkunde im Vergleich zu so hochdosierten Präparaten in der Schulmedizin. Wenn ich jetzt merke, ich mache jemand eine Teemischung und die geht nicht ganz in die richtige Richtung, dann ist der nicht nach 2 Tagen kurz vorm Exitus so. Aber wenn ich jetzt was nehme, was so stark in den Körperstoffwechsel eingreift, weil die Pflanzen, die sind ja immer noch ein Vielstoffgemisch. Ne? Also ich habe da, auch wenn dann von außen immer gesagt wird, das ist jetzt das und das, der Stoff, der Leitwirkstoff oder so. Aber das sind ja hunderte oder tausende Inhaltsstoffe, die miteinander in Verbindung stehen. Also wenn ich jetzt Aspirin nehme oder so, das ist die Acetylsalicylsäure, die wirkt eben blutgerinnungshemmend, also blutverdünnend, schmerzstillend, entzündungshemmend. Aber ich muss halt aufpassen, wenn ich zu viel nehme, dass ich keine Magenblutung kriege zum Beispiel, weil es halt ein isolierter Stoff ist. Wenn ich jetzt die Weidenrinde nehme oder das Mätesüß, aus dem das entstanden ist oder isoliert wurde, bei der Weidenrinde als Baum, da sind dann auch wieder Gerbstoffe dabei. Und die Gerbstoffe, die haben die Eigenschaft, dass sie die Aufnahme von anderen Stoffen bremsen oder hemmen.
Das heißt, ich nehme das auf und es wirkt vielleicht nicht so unmittelbar und so schnell und ich muss ein bisschen länger nehmen, aber es hat in der Regel eben auch weniger Neben- und Wechselwirkungen. Ich glaube, da haben ganz viele jetzt, also was ich mir entnommen habe, ist bei der Leber bitter, zum Beispiel über Löwenzahn, Gundermann, Taubnessel, Vogelmiere. Also dass Bitterstoffe für die Ausleitung für die Leber wahnsinnig wichtig sind. Ja. Du hast dich ja, hatte ich ja am Anfang erwähnt, dich auch auf Männerheilkunde spezialisiert. Und eine Frage aus der Community ist zum Beispiel, welche Kräuter sind denn gut für den Mann? Oder ist das Geschlechter unspezifisch? Gibt es da Unterscheidungen? Also die Pflanzen haben jetzt natürlich nicht den Stempel Männer- und Frauenpflanzen, auch wenn wir das immer gerne machen. Da bin ich auch ganz froh drum, weil auch weil ich das seit einigen Jahren jetzt so als Spezialgebiet angefangen habe, ist es so, dass jetzt empirisch gesehen trotzdem natürlich noch mehr Frauen bei mir sind, weil einfach mehr Frauen auch zum Heilpraktiker gehen grundsätzlich oder das bisher so entwickelt hat, sage ich mal. Aber es gibt schon Pflanzen, wo man sagen kann, die jetzt auch aus Standardpräparaten bekannt sind. Also ich kann jetzt nochmal auf die Brennnessel zurückkommen, weil bisher waren wir jetzt bei den Blättern. Und die Brennnesselwurzel hat zum Beispiel Testosteronvorstufen. Und die helfen zum Beispiel, eine bessere Spermienqualität zu erreichen. Damit, also wenn jetzt ein Pärchen kommen würde mit Kinderwunsch und klappt nicht und so, also da würden bestimmt beide Brennnesselwurzel in den Tee kriegen, weil Östrogen wird auch aus ähnlichen Vorstufen hergestellt. Das heißt, da wäre die Brennnesselwurzel auch nicht verkehrt. Auch wenn jetzt Brennnessel jetzt erstmal eher dem Mann zugeordnet wäre. Dann haben wir zum Beispiel den Kürbis. Da wäre wieder die Signatur auch schön. Ne? Also der Kürbis, der hat ja so ein paar Blätter, aber keine großen Wurzeln, keinen Stamm, aber dafür ein überproportional großes Fruchtbarkeitsorgan. So, also die Frucht. Ne? Und bei Männern wäre das dann das Pendant eben die Prostata, die eben auch Fruchtbarkeit beiträgt oder da einen Aspekt beinhaltet. Und ja, bei Männern im fortgeschrittenen Alter ist das ja häufig ein Problem. Also bei sehr alten Männern zu 80%, dass das mehr oder weniger auch vergrößert ist, was auch sehr unterschiedliche Beschwerden haben kann. Aber klar, wenn das vergrößert ist, durch, es wird nicht vollständig entleert, da können eher Entzündungen kommen und so. Und da sind eben Kürbissamen zum Beispiel eine wunderbare Sache. Oder auch die Sägepalme, Sabal, da wären es dann eher die Blätter. Die kommt jetzt nicht hier vor, gibt es auch in vielen Apotheken jetzt nicht als Frischpflanze. Also wenn ich das als Tee machen will, muss ich dann gucken, was ich mir so zusammensuche. Also meistens habe ich ja meine Apotheke in Berlin, die einfach sehr, sehr gute, also chinesische Medizin und auch westliche Kräuter irgendwie hat, aber die meisten Apotheken haben ja eher nur noch so diese Standardpräparate. Aber Männerheilkunde bisher, sowohl in der Schulmedizin als auch in der Naturheilkunde, ist eben vor allem konzentriert auf den Urogenitalbereich und die Fruchtbarkeit. Und das war auch so ein bisschen das Manko, was ich dann so gesehen habe, weil ich irgendwie dachte, ich habe dann eben auch für meine Pflanzenheilkunde-Ausbildung, was ich mit meiner Kollegin Anke Döring eben mache hier in Leipzig, die macht halt schon länger die Frauenheilkunde. Ich habe mich dann in Männerheilkunde eingearbeitet und dann habe ich einfach gemerkt, so, also Mann macht doch irgendwie mehr aus, als ob ich jetzt richtig pinkeln kann oder Kinder zeugen oder so. Ja, also das ist für mich auch ein umfassenderes Bild, was jetzt auch mit dem Hintergrund von Ethnologie oder so, ich sag mal so die Kultur der Männer, wie gehen Männer jetzt generell miteinander mit sich um? Das hat sich natürlich auch verändert in den letzten Generationen, aber ich sag mal, grundsätzlich ist eher so, dass Männer nicht so schnell zum Arzt oder zum Therapeuten gehen. Wie gesagt, bei Jüngeren vielleicht jetzt hat sich das ein bisschen aufgeweicht, aber so bei Männern spielt immer noch so dieses Indianer kennt keinen Schmerz, ich beiß mich irgendwie durch, solange es irgendwie geht. Dementsprechend sind häufig Männer eher bei diesen Zivilisationskrankheiten, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom, Diabetes und so, spielen da eher eine Rolle, weil das klassische weibliche Bild auch eher die Introspektion beinhaltet. Also so, ich achte drauf, wie geht's mir und nicht irgendwie,
kann ich noch laufen oder bricht mir gleich das Bein ab, sondern ich spüre, da ist irgendwas. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber ich spüre mal genauer hin. Und das ist bei Männern einfach nicht so ausgeprägt. Und deshalb wäre für mich jetzt einerseits Männerheilkunde eben Pflanzen, die tatsächlich, ja, gerade bei älteren Männern auf jeden Fall, das gehört dazu. Man hat hormonbezügliche Pflanzen, die eben dann auf die Prostata und die anderen Sachen eben einwirken. Es gibt ja auch männliche Wechseljahre, also so, wo sich das dann das Hormonsystem auch verändert, jetzt nicht ganz so stark wie bei Frauen. Aber über das hinaus, über das mit den Hormonen und den entsprechenden Pflanzen hinaus, geht es dann halt auch um wieder die Leber zum Beispiel oder die Verdauung oder Zellstoffwechsel. Also je nachdem, ich versuche das dann auch individuell anzuschauen. Also so, ob jetzt jemand ein Mann ist oder eine Frau, spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Aber ist die Person jetzt alt oder jung, dick oder dünn, dann schaue ich ins Auge, sehe irgendwie, was ist da irgendwie an Veranlagung da oder aus der Familiengeschichte oder so. Also deshalb, ja, es gibt Männerpflanzen, wenn man das so definieren will. Aber die klassischen Männerpflanzen sind halt wirklich vor allem die, die jetzt eben auf den Urogenitalbereich wirken. Ja. Wenn du sagst, okay, das ist vielleicht eher aufgrund der Einschränkung oder Sichtweise bei der Männerheilkunde und Pflanzen, was kann ich denn jetzt als junger Mann präventiv an Kräuter zu mir nehmen, um zum Beispiel das Risiko, also bitte nicht missverstehen, die das jetzt zusehen und zuschauen und zuhören. Dafür gibt es jetzt keine Garantie. Aber wie kann ich denn präventiv meine Männlichkeit mit Kräutern unterstützen? Gibt es was ich vielleicht täglich mir in Tee oder auf einen Salat machen kann? Jeden Tag Kürbis essen, Kürbiskerne. Ja, also Kürbiskerne oder überhaupt Kerne sind ja auch was also bei Männlichkeit hast du jetzt auf jeden Fall diesen Fruchtbarkeitsaspekt irgendwie mit drin. Und da geht es eben um Sachen, die mich gesund und vital erhalten. Also bei Männern ist jetzt nicht ganz so stark wie bei Frauen, dass manchmal die Fähigkeit, also bei Frauen ist ja so, dass teilweise bei extremen Ernährungsformen oder bei extremer Abmagerung dann eben der Körper gar nicht mehr in der Lage ist, schwanger zu werden. Bei Männern, ja, die Spermien sind dann halt trotzdem da, die Qualität ist dann vielleicht nicht so gut, aber ich sag mal, um wirklich fit zu bleiben, bei sich zu sein, ist einerseits zu schauen, dass der gesamte Bereich, der Unterleib, der Körper insgesamt, dass der richtig unterstützt ist. Also, um jetzt wieder zum Beispiel den Löwenzahn zu nehmen, ne? Der hat so diese Grundenergie, der hat so diese Grundkraft. Das ist das, was wir auch brauchen. Nicht nur als Männer, aber jetzt, das wäre so ein Aspekt, unsere Kraft zu erhalten. Ja, die, klar, Brennnesselkur könnte man machen im Frühjahr. Also ich würde auf jeden Fall so eine Frühjahrskur irgendwie empfehlen. Und das ist auch bei Männern und bei Frauen irgendwie eine gute Sache, wenn ich jetzt sozusagen, bevor ich Kinder kriegen will, konkret erstmal nochmal den Körper richtig reinige. Also bei uns gibt es so ein altes Rezept, diese Knoblauch-Zitronen-Ingwer-Kur, die da immer wieder unterwegs ist. Und bei uns in der Schule haben die es dann halt ergänzt. Da war dann nicht nur Ingwer, sondern auch Galgant und Bösenbergia. Das ist dann so eine Pflanze, die auch so Ingwer-mäßig ist, die als Fingerroot manchmal in den Asialäden dann noch gekommen ist. Und das dann zusammen in einer ordentlichen Menge und püriert und gibt dann so eine gelbe, durch Kurkuma dann halt so eine gelbe Brühe, die man mehr oder weniger dick genießen kann so. Und dann ein, zwei Schnapsgläser am Tag für 4 oder 6 Wochen oder so. Und damit hat man erstmal so, also es geht schon richtig in Schwermetalle auch ausleiten. Weil das ist ja auch so ein Problem heute, wenn es um die Fruchtbarkeit geht, dass eben Belastungen da sind, die wir aus der Umwelt haben. Also ich meine, früher, vor ein paar hundert Jahren, hatten wir irgendwie andere Probleme, warum die Leute nicht so alt geworden sind. Heute können wir theoretisch sehr alt werden. Wir haben aber unsere Umwelt so behandelt, dass es eben zunehmend toxische Aspekte gibt, die wir halt, ja, Quecksilber, Blei oder was eben da ist. Und da wären dann eben so Pflanzen wie jetzt der Bärlauch, der eine ganz hochrangige Entgiftungspflanze ist, oder auch Knoblauch. Die lassen sich auch simultan oder alternativ einsetzen.
Und Gundermann übrigens auch. Auch wirklich Blei teilweise schon mit ausgeleitet haben. So. Und es gibt also klassische Rezepte, die ich ab und zu mal empfehle, die schon relativ erprobt sind. Also jetzt Bärlauchtinktur mit Koriander und Chlorella. Das ist offenbar eine sehr gute Kombination. Gibt es unterschiedliche Dosierungsempfehlungen für, aber also Koriander hilft wirklich auch, die Sachen, die der Bärlauch dann mobilisiert, auch nach draußen zu bringen, aus dem Körper raus. Also bei Entgiftung ist halt immer wichtig, das eine ist so, ich habe Pflanzen, die können das mobilisieren und dann immer zu gucken, die Tore des Körpers zu öffnen. Also alles, den Darm, vor allem die Niere meistens, aber auch die Haut und die Lunge. Also gerade, wenn es jetzt hier so um Krankheiten, Erkältungskrankheiten geht, wie kriege ich die Sachen raus? Das sind so ätherische Öle, Thymian, Zitrus sind natürlich immer eine große Sache, weil die werden über die Lunge sogar abgeatmet. Ja, also man hat festgestellt, wenn jemand Thymian-Tee trinkt, das ist innerhalb von 20 Sekunden sind die ätherischen Öle in der Ausatemluft feststellbar. Das heißt, geht über den Magen-Darm-Trakt in die kleinsten Gefäße und von da in die Lunge und dann also durch den ganzen Körper durch, bis in die kleinsten Zellen rein. Und das finde ich so das Faszinierende. Also, und wie gesagt, also das, was ich meine mit den Früchten und so, immer wieder frische Sachen zu sich nehmen, das ist halt wichtig. Nicht so viel verarbeitete Lebensmittel. Und ja, also jetzt speziell an Männerpflanzen. Es gibt eben dann Männerpflanzen, die nochmal gezielter eingesetzt werden, wenn es wirklich Probleme gibt. Die würde ich jetzt aber nicht sagen, nehmt ihr das jetzt die nächsten 20 Jahre jeden Tag oder so. Aber ich sag mal, so über Löwenzahn aufs Brot oder die ganzen Sachen, die man eben draußen gerade findet und kennt, das ist auf jeden Fall immer eine gute Unterstützung. Also es geht ja nicht darum, dass ich quasi mich nur von der Wiese ernähren muss, aber ist ja eine schöne Ergänzung. Dann gehe ich halt trotzdem noch im Bioladen oder hole vielleicht noch mal was im Supermarkt oder so, aber dann habe ich auf jeden Fall eine gute Mischung. Also Genau. da schon mal danke für die auch einzelnen Hinweise: Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Zitrone mit Galgant, also als kleines Rezept, oder Bärlauchtinktur mit Koriander und Chlorella. Ich kenne noch die Pumpekur. Ich glaube, wie hieß sie? Eine Heinrich-Pumpe. Das sind im Prinzip auch vier Kräuter und vier Direktsäfte. Die kann man ja auch entsprechend dann, wenn man jetzt die Kräuter nicht vor der Tür hat, sind es 4 Wochen, wo du jede Woche Brennnessel, ich glaube, Birke, also das eine wirkt halt sehr entwässernd. Das eine spült die Niere. Und das habe ich auch gemerkt, dass jo, da wird dir mal warm, dann fängst du an zu schwitzen, rennst vielleicht 2, 3 Mal mehr auf Toilette. Das fand ich auch spannend. Die Genau, also Pumpe. das vielleicht noch als Hinweis, weil Bärlauch ist ja jetzt vorbei, die Saison sozusagen, aber wer sich jetzt noch für übers Jahr was besorgen will, man kann theoretisch jetzt immer noch Pesto machen, das ist zwar dann ein bisschen bitterer. Aber es ist jetzt nicht giftig oder so. Und grundsätzlich, was ich immer mache, ich habe immer mindestens eine Flasche Bärlauchtinktur, also besser Urtinktur. Das heißt, die frische Pflanze, ein bisschen zerrupfen von Hand in eine Weithalsflasche, dass man es gut reinkriegt und dann mit Wodka oder Doppelkorn übergießen. Das ist so um die 40% Alkohol, also auch genügend Wasseranteil noch dabei. Und das ist so für den Hausgebrauch eine gute Sache, um sich eben einen alkoholischen Auszug zu machen. Und ich mache immer gern die frische Pflanze. Da werden aus der Urtinktur, aus der frischen, werden immer auch die homöopathischen Mittel hergestellt, weil da ist zwar dann ein höherer Wasseranteil und weniger Wirkstoffe, also Inhaltsstoffe, aber die Pflanze ist halt noch lebendig. Ich nehme die halt, zerrupfe die und die ist halt noch am Leben sozusagen. Die ist jetzt nicht schon ewig abgelagert. Und das geht dann in den Alkohol und das kann ich dann ein paar Wochen stehen lassen, immer wieder ein bisschen bewegen und dann halt in dunklen Flaschen lagern. Und immer wenn ich eine Erkältung habe oder meine Verdauung anregen will oder sonst irgendwie, kann ich das halt tropfenweise oder auch teelöffelweise, je nachdem, wie sehr ich das dosieren will, dann kann ich das dann einsetzen, auch übers Jahr. Also da finde ich zum Beispiel den Alkohol auch eine schöne Variante oder halt ein Öl oder ein Essig jetzt für die Küche. Bei Essig bin ich auch erst die letzten Jahre drauf gekommen, dass man halt von Thymian bis Veilchen ist lustig, weil das wird dann so pink und dann ganz mild und so. Also man kann die ganzen Pflanzen, das geht da ineinander über.
so eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein und andersrum. Also so, das ist halt nicht getrennt auf der Ebene. Ich kann es halt nehmen und in dem Sinn konservieren, wie ich es eben will. Aber so Alkohol ist eben gut zu dosieren und gerade wenn ich halt merke, ich brauche eine starke Akutintervention. Also so eine Erkältung, ein bisschen Anflug und so und dann mache ich mir halt meine Tinktur aus, inzwischen dann ja Thymian, Spitzwegerich, Zistrose oder halt auch Bärlauch. Ich meine, Bärlauch riecht man halt. Ne? Das ist für viele dann so der Nachteil, aber das ist ja auch das Zeichen, dass es auch gut über die Haut ausgeschieden wird. Das ist ja ein Zeichen für die Entgiftungsfunktion. Da muss man dann immer ein bisschen abwägen, die Ästhetik oder die therapeutische Wirkung in den Vordergrund zu stellen. So. Hält ja vielleicht nicht nur Viren und Bakterien ab, sondern auch Menschen, die man nicht im Umfeld haben möchte. Wir haben jetzt über Kräuter für einen Mann gesprochen. Eine Frage war tatsächlich auch, wie kann ich mein Hormonsystem gänzlich ausbalancieren? Das hatte ich nochmal nachgefragt, das kam von einer Frau. Da hatten wir im Vorgespräch, hast du gesagt, ja, das ist natürlich ein breites Feld. Ich würde vielleicht die Östrogendominanz, wenn du magst, dazu einmal nehmen, weil die ja doch recht häufig in irgendeiner Form vorherrscht. Nicht nur bei Weiblein, sondern auch bei Männlein. Natürlich gibt es auch eine Progesteronmangel und Co. Aber was kann ich denn zum Beispiel bei einer Östrogendominanz für Kräuter nehmen? Ja, also es ist immer die Frage, habe ich jetzt eine absolute Östrogenüberschuss oder eben eine relative Östrogendominanz? Ist beides leider relativ häufig, auch durch Abbauprodukte aus Nahrungsmitteln oder weil jetzt von der Pille irgendwie Sachen dann im Trinkwasser oder so. Also ich meine, die werden zum Großteil herausgefiltert, aber halt nicht komplett. Also eine Pflanze ist natürlich immer die Frage, der individuelle Fall ist entscheidend so. Aber eine Pflanze, mit der man auf jeden Fall anfangen kann, ist der Frauenmandel. Also ja, der Klassiker der Frauenheilkunde. Und da kann man sowohl als Tee den zu sich nehmen, als auch, wenn man sich mit dem Thema Weiblichkeit und den Sachen, die anstehen, irgendwie beschäftigen will, auch als Urtinktur. Als Urtinktur, es gibt bestimmte Firmen, die sich darauf konzentrieren. Und da wird es nochmal speziell rhythmisch verschüttelt oder hergestellt, sodass die psychische Wirkung dann nochmal sehr stark rauskommt. Also man hat die Wirkung auf das Hormonsystem jetzt in einer stofflichen Weise, aber auch auf einer inneren Ebene die Auseinandersetzung mit dem Thema Weiblichkeit. Und also Frauenmantel ist jetzt das Einzige, wenn man jetzt sehr starke Verstopfung hätte oder so, dass man den jetzt nicht pur dauerhaft sehr stark trinkt, weil da eben auch Gerbstoffe mit drin sind, die dann die Verstopfung verstärken können. Aber ansonsten wäre das die Pflanze, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ansonsten der Mönchspfeffer ist eine schöne Pflanze, die man gut einsetzen kann, was in die Richtung geht. Und ja, also es gibt viele Pflanzen, bei denen das so mit eine Rolle spielt und andere, bei denen das schwerpunktmäßig da ist. Aber wenn ich jetzt halt, ich müsste halt den jeweiligen Fall sehen oder halt einfach schauen, so das Hormonsystem auszugleichen. Also es ist nicht umsonst so die Königsdisziplin, also auch so, wenn man jetzt irgendwie Schilddrüse oder andere Sachen, die jetzt gerade immer da sind, das also auf jeden Fall das Gute in der Naturheilkunde ist, es ist, wie gesagt, es geht eher schon mal auf die ausgleichende Ebene. Und man hat jetzt nicht so schnell, dass ich irgendwie was mache und die ganze Waage ist komplett im Ungleichgewicht. Aber man braucht halt auch ein bisschen längeren Atem, sage ich mal, um da irgendwie wirklich ranzukommen. Und was ich da tatsächlich empfehlen würde, was halt meine Kollegin auch macht, ist diese Hormontestung, also dass man halt einfach untersucht aus dem Kapillarblut, also mache ich auch bei mir in der Praxis, nur jetzt halt nicht so häufig wie sie, und dementsprechend dann mit Globulin zum Beispiel angeht. Also das hat, wenn man jetzt eben dann feststellt, da ist eine relative Östrogendominanz und aber nicht so dramatisch, dass man jetzt so stark stofflich eingehen muss, weil das wäre dann halt auf Rezept vom Arzt, aber halt auch wieder in einer anderen Form. Während jetzt Globuli, wenn ich jetzt eine Östrogendominanz habe, Progesteron-Globuli zum Beispiel zu nehmen.
Das müsste man aber auf den jeweiligen Fall eben abstimmen. So. Es geht bloß darum, dass, falls jetzt jemand vielleicht eine Östrogendominanz hat, das zumindest mal schon mal gehört hat, Frauenmantel, Mönchspfeffer, dass, wenn ich zu einem Frauenarzt gehe, das vielleicht mal anspreche und sage, hey, Sie haben doch da diagnostiziert, was halten Sie davon oder haben Sie davon schon mal gehört? Und je nachdem kann ja natürlich entweder eine verneinende Meinung kommen oder auch jemand sagt, nee, halte ich nichts von oder ja, gut, dass Sie mich darauf ansprechen, probieren Sie das mal. Darum geht es ja, ne? Dass wir einmal die Impulse geben, ah, davon habe ich jetzt schon mal gehört. Also wenn es jetzt Ärzte sind, die dafür offen sind, denke ich, sind die auch bereit, Sachen zu beschreiben. Häufig sind es dann halt eher Standardpräparate, also Remifemin wäre so ein Beispiel, was dann halt relativ häufig verschrieben wird, was dann halt mit diesen typischen Wechseljahrsbeschwerden zu tun hat. Aber da, ja, das ist dann auch wieder die Frage, bei den einen hilft eben sehr gut, bei den anderen nicht so. Und ich finde, mit den Pflanzen, wenn man jetzt so eine Mischung hat, also das ist ja das Schöne, dass ich halt eine individuelle Mischung habe, die irgendwie 10 bis 15 Pflanzen beinhalten kann. Und dann habe ich vielleicht 5 Pflanzen drin, die jetzt spezielles Hormonsystem ansprechen und dann noch welche für die Herz-Kreislauf-Ebene oder so, dass ich eben den ganzen Menschen ansprechen kann. Also mir geht es ja darum, ich will, natürlich kommt jemand mit konkreten Beschwerden zu mir. Und das ist auch erstmal der Ansatzpunkt. Und dann schaue ich eben, finde ich im Auge irgendwas oder sonst wie in der Anamnese, was halt dauernd im Leben auch ein Thema ist oder was in der Familie ein Thema war. Und das kann ich dann mit einbeziehen. Und das hilft dann häufig eben, ja, tiefgreifender oder langfristiger als jetzt so eine symptombezogene Teemischung. Weil da, das ist halt auch das normale Prozedere, sage ich mal, dass man dann halt sagt, okay, wir machen Ihnen hier Verdauungstee, Fenchel, Anis, Kümmel, Koriander, klassische Mischung. Und das hilft dann auch. Und wenn es nach einer Woche nicht hilft, dann sollen wir es mal lassen und irgendwas anderes machen. So, also das sind so die Hausmittelchen. Aber jetzt gerade im Bereich Frauenheilkunde würde ich jetzt sagen, das ist schwierig, irgendwie zu sagen, das jetzt irgendwie für die nächsten Jahre oder so, weil schon allein, ob das jetzt eine ältere oder jüngere Frau ist oder ob die jetzt noch schwanger werden will oder so, muss ich halt je nach Pflanzen eben aufpassen, dass nicht eine, also ich hatte meiner Patientin, das war so in der Anfangszeit, die war in den Wechseljahren und hat halt irgendwie geschwitzt und war weinerlich und dreimal in der Nacht irgendwie aufgewacht und das Hemd gewechselt und konnte nicht mehr schlafen und alles. Und ich habe ihr wirklich, ich habe eine Teemischung gemacht, individuell abgestimmt. Und irgendwann kommt sie dann wieder und meint, ja, so nach 4, 5 Wochen, ja, sie kann wieder gut schlafen, ist alles gut. Und sie hat das Rezept mal ihrer Schwiegertochter gegeben. Und die hat ist dann jetzt zu irgendeinem Kräuterhandel gegangen, hat sich das noch irgendwie ergänzen lassen und meinte, oh, wenn ich das trinke, das ist wie Kiffen, ich bin total abgeschossen und so. Und ich habe so gedacht, das kann es doch nicht sein. Ich meine, ich kann doch nicht mit Mitte 50 dann die Teemischung für eine Frau mit Mitte 20 oder so. Das ist nicht der Grundgedanke. Aber das passiert dann halt immer wieder irgendwie, dass ich dann sage, nein, ich sage irgendwie eine halbe Stunde oder 20 Minuten irgendwie ziehen lassen. Und wenn dann jemand es in seiner Kanne lässt und bis abends irgendwie den Tee trinkt, dann ist klar, dass das dann irgendwann eine andere Wirkung hat oder sich nochmal intensiviert oder so. Aber da muss man halt, ja, das sind dann so die Sachen aus der Praxis, wenn man dann irgendwie sagt, ja, wie ist denn der Schlaf? Ja, normal. Gut, der eine findet irgendwie 5 Stunden normal, der andere irgendwie 10 Stunden oder ja, wie ist ihre Ernährung oder so? Na, da muss man dann so diese Gesund. kleine Wie ist Ihre Ernährung? diese Gesund. Arbeit. Abwechslungsreich gesund. Warum sind Sie dann hergekommen? Ja, irgendwie geht es mir nicht so gut. Genau. Okay. Eine Sache, Martin, habe ich auf deiner Homepage noch gefunden, und zwar das Thema Waldbaden. Ja. Könntest du dazu ein paar Worte verlieren? Was ist Waldbaden? Weil wir haben jetzt, ich laufe 5 Minuten aus dem Haus raus, bin quasi im Auwald. Bin jetzt noch nicht auf die gekommen, das Waldbaden zu nennen, aber mir ist der Begriff natürlich geläufig. Was verbirgt sich dahinter? In Japan ist das inzwischen eine eigene Therapieform, Shinrin-Yiku oder Yoku oder so, da werden die Leute wirklich, gerade bei so Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen Sachen,
in den Wald geschickt für ein paar Stunden oder auch ein paar Tage und machen da vielleicht noch Qigong oder irgendwelche anderen Übungen, um das nochmal zu intensivieren. Aber der Grundgedanke, das hatten wir ja früher auch so ein bisschen mit der Kur. Ja, also ich weiß noch, mein Vater als Lehrer, Privatversicherer, der hat dann alle paar Jahre meine Kur gekriegt und so. Das heißt, man ist irgendwo hingegangen und hat sich gut gehen lassen. Aber auch wirklich so mit Bädern und draußen an einem schönen Ort oder keine Ahnung was. Na, jedenfalls, Waldbaden heißt halt, unser Immunsystem wird ganz konkret angeregt, wenn wir uns im Wald befinden. Das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen und eigentlich eine Sache, die ja im gesunden Menschenverstand schon irgendwie da ist. Also wenn ich irgendwie rausgehe im Wald und taglang spazieren gehe, dann geht es mir richtig gut. Ich bin aber auch so ein bisschen erschöpft nachher, so wie ein Tag am Meer oder so, ne? Weil irgendwas angeregt wurde. Und man hat dann tatsächlich auch festgestellt, dass die Bäume bestimmte Pflanzenstoffe aussondern, bestimmte Terpenverbindungen, also es wären auch Bitterstoffe, auch wenn man die jetzt nicht zu sich nimmt, so eingeatmet oder so von uns aufgenommen. Die Bäume nutzen die, glaube ich, sogar zur Kommunikation oder so. Und die regen bei uns die Bildung der natürlichen Killerzellen und andere Aspekte in unserem Immunsystem an, sodass wir einfach besser aufgestellt sind. Da kommen dann natürlich die ganzen sensorischen Eindrücke dazu. Ich gehe irgendwie raus, ich habe nicht immer die festen Strukturen, festen Formen, sondern die Bäume bewegen sich, ich höre das Rauschen, ich habe irgendwelche Tiere da. Also ich wohne ja hier draußen in den Mayerschen Häusern, das ist ja auch so ein bisschen parkmäßig, da freue ich mich dann immer über den Specht und die Eichhörnchen und das, ja, von den Blättern und so. Also man hat irgendwie Bewegung, die Sinne sind schon mal anders angeregt. Und man hat eben, wie gesagt, dann diese festgestellte Wirkung auf das Immunsystem. Und ja, und das kann halt jeder machen, es kostet nichts. Man kann das verbinden, sich mit Leuten unterhalten oder halt irgendwelche Übungen machen. Früher gab es noch diese Trimmlichtpfade im Wald, das war eigentlich auch eine ideale Kombination. Und das ist das, wo ich auch so ein bisschen hin will. Also unsere Verbindung mit der Natur, also was ich vorher meinte, mit Gott oder wie man das definieren will, so irgendwo gibt's so einen roten Faden in uns, der uns mit allem verbindet, so. Und deshalb weiß ich, ob das auf der Homepage jetzt so stark, aber so was sich bei mir so langsam entwickelt, ist so ein Gefühl von Naturtherapie. Also eben nicht nur Naturheilkunde im Sinn von ich nehme Naturheilmittel, um die Menschen zu heilen, sondern wirklich Naturtherapie im Sinn von die Leute setzen sich den Elementen aus. Die setzen sich mal an einen Baum oder stellen sich auf eine Brücke und gucken den Fluss an oder halten die Hand ins Wasser. Oder man könnte sich auch eingraben lassen, wenn man sich mit der Erde verbinden will. Diese ganzen sinnlichen Eindrücke so. Also jetzt so in meinem Studium bin ich immer rumgelaufen und habe so die klassische Barfuß, Wickelrock, Dreads und dann den nächsten Baum umarmt und so. Also das macht schon was mit einem. Und man muss das auch nicht esoterisch überfrachten, so, sondern einfach nur, na, ich habe das Gefühl, da muss was in Fluss kommen. Dann setzen sich mal 5 Minuten jeden Tag irgendwie hin und gucken mal dem Wasser zu, wie es so fließt. Und gucken mal, was das so mit ihnen macht. Oder setzen sich auf die Erde und halten die Handflächen auf dem Boden und spüren eigentlich, dass sie die ganze Zeit getragen sind. Also so, das ist natürlich wesentlich fruchtbarer, wenn ich mit Patienten oder Leuten eben so arbeiten kann, weil ich behandle natürlich auch jeden, der jetzt wegen irgendwelcher Beschwerden kommt und die dann einfach weghaben will. Aber so eine nachhaltige Heilung findet halt eigentlich nur langfristig statt, wenn ich mit einem Teil in mir in Verbindung komme. Und da finde ich eben die Natur dann eben so, ja, wenn ich mit der Natur, also persönlich, wenn ich mit der Natur in Verbindung bin, bin ich auch mit mir in Verbindung. Ich denke, es geht vielen auch so, weil dann erstmal das Denken weg, kann ich nicht so drauf einlassen, bin irgendwie im Hier und Jetzt. Und das ist ja das, was den meisten auch fehlt, sage ich mal so. Ne? Und man ist an der frischen Luft, hat irgendwie Sonne, Vitamin D und die ganzen Sachen. Also lässt sich natürlich alles unterfüttern so mit irgendwelchen Daten und Studien, aber ich meine, jeder merkt, dass es einem gut geht, wenn man sich auf die Wiese setzt oder an einen Baum lehnt oder so. Und das dann konkret zu nutzen. Und das, da würde ich eben gerne hin, weil das ist dann so eine gegenseitige Sache. Weil wenn wir uns wieder mehr mit der Natur beschäftigen, um uns zu heilen, dann kommen wir auch wieder mehr drauf,
die Natur zu heilen. Und eben gerade in der aktuellen Zeit irgendwie mit Klimakrise und so weiter, ne, was haben wir da alles angerichtet? Also nicht nur die Menschen, aber schon sehr viel auch. Und da dann eben zu merken, ne, was haben wir eigentlich hier für einen Schatz und was können wir machen, um das irgendwie zu bewahren? So. Also einmal im Wald gehen hat definitiv so viele positive Dinge. Du hast ja auch gerade gesagt, ne, die Terpene aus den Bäumen, die mit der Kommunikation zu tun haben, dann die Farben, die wir genießen können, die Geräusche. Du hast mehrfach schon erwähnt, also man sieht es ja auch im Video, du bist in der Praxis und du bietest Kräuterwanderungen an. Was genau bietest du denn an und wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen, Martin? Also du könntest mir schreiben, dann nehme ich dich in meinen Newsletter auf. Also jetzt gerade letztes Jahr war das irgendwie ein bisschen schwierig. Da muss man halt gucken, wie öffentlich man das dann macht oder in welchem Rahmen die Führungen dann eben stattfinden können. Aber grundsätzlich, ich habe ein Newsletter, wo ich dann immer informiere über die anstehenden Veranstaltungen. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also ich versuche das immer so themenmäßig. Also erstmal natürlich Heilpflanzen in ihrer Heilwirkung. Und dann, wenn es jetzt am Südfriedhof wäre, dann wäre es vielleicht eher die Symbolik und Mythologie und was sagen uns die Pflanzen, was haben die uns schon damals, warum ist die Eiche dem Tor zugeordnet, dem Donnergott und keine Ahnung was, oder halt, was kann ich damit in der Küche anfangen, so irgendwie eine kulinarische Führung so eher, oder halt dann ein Workshop noch mit dabei. Und ja, so Hausapotheke oder so. Also ich versuche dann immer so Themen. Neulich war ich jetzt am Völkerschlachtdenkmal wieder, da hatte ich dann auch letztes Jahr Wundheilpflanzen am Völkerschlachtdenkmal. Das wäre halt dann auch thematisch irgendwie passend oder so. Also da, ja, also es ist halt jetzt gerade ein bisschen eingeschränkt und auch gerade in unserer Ausbildung, da sind halt nicht ganz so affin mit dem Online, also gerade so eine Ausbildung würde ich jetzt nicht online anbieten wollen. Ich wollte jetzt mal anfangen, so ein paar YouTube-Videos zu machen, so einzelne Pflanzen oder Themen, dass man sich mal so reinschnuppern kann. Und wer irgendwie Lust hat, sich tiefer damit zu beschäftigen, da ist, wie gesagt, unsere Ausbildung, wo wir dann halt auch in mehreren Modulen, Männerheilkunde, Frauenheilkunde, so Einsteiger und Fortgeschrittene, fängt jetzt im Juni auch wieder an oder wenn es geht, dann so. Und da ist dann wirklich nochmal tiefer eingestiegen in die Thematik so. Aber so grundsätzlich die Pflanzenführung eignet sich halt, weil ich da sehr auf die Interessen und das Niveau vom Wissen der Teilnehmerinnen eben eingehen kann. Und also das ist völlig individuell. Also kleine Gruppen, große Gruppen, eher jüngere. Das lebt dann auch von den Interessen und Impulsen der Teilnehmenden so. Und wie gesagt, ich kann ja einfach sagen, ja, gucken Sie es mal an, nehmen Sie es mal in die Hand, riechen Sie mal, nehmen Sie es mal in den Mund und so. Also da sind dann auch schon die Sinne so angesprochen. Das sind immer so 1,5 bis 2 Stunden in Leipzig oder im Leipziger Umland. Und wenn es jetzt irgendwie ein Vortrag oder ein Seminar irgendwie ist, dann ja, in kleinerem Rahmen hatte ich es dann auch schon in der Praxis, aber das ist jetzt im Moment so jetzt nicht so ganz möglich, aber bei gutem Wetter dann auch gerne draußen. Das verlinke ich euch natürlich alles unten drunter, die Kontakte von Martin, wo ihr euch in den Newsletter eintragen könnt, wo ihr mehr über Martin erfahrt. Also du hast ja auch sehr viel auf deiner Homepage beschrieben, ne, auch das mit der Naturtherapie. Also nehmt da sehr gerne mit Martin Kontakt auf. Wenn ihr Kontakt mit Martin aufnehmt und ihr seid vielleicht über das Interview auf Martin aufmerksam geworden, dann sagt auch liebe Grüße von Carsten. Dann kann er zumindest zurückverfolgen, ah genau, das war das Interview oder ihr habt das im Internet gefunden. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Martin, vielen lieben Dank für die vielen, also es ist auch wieder eine Episode, die kann man sich mindestens 3 bis 4 Mal anhören, weil so viele tolle Details versteckt sind. Kräuter und Co. Und wenn ihr da mehr erfahren möchtet, wie gesagt, nehmt mit Martin gerne Kontakt auf. Ich danke dir vielmals, Martin. Vielen Dank auch für die Gelegenheit. Und wie gesagt, ich rede dann manchmal sehr viel, aber das ist dann auch, ich muss dann irgendwie gucken, so viele Sachen, die ich gerne mitteilen würde und so. Aber wenn ich das vermittelt habe, dass man mit sehr viel Begeisterung und Freude da rangehen kann und sich wirklich auch mal trauen kann, selber was zu machen, dann ist die Botschaft angekommen.
Definitiv. Also bei mir ist sie angekommen. Martin und alle anderen Zuschauer und Zuhörer, vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Ciao, Martin. Danke. Dir auch. Tschüss. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.